Kangski Nivingsku, Uvan Simip Tua Sara. Hallo. Ja. Das war Navi. Ah. Endlich lohnt es sich mal, dass ich das 4,5 Jahre lang gelernt habe und komplett die Sprache aus Avatar beherrsche. Können wir heute hier mal ausprobieren, denn wir spielen Avatar, Frontiers of Pandora, das neue Spiel von Ubisoft, das wir jetzt auch hier gerade schon offen haben. Und wir sind schon verpassen mittendrin. Schon die Anfangsstory. Und nicht umsonst spielen wir das beide, denn wir sind die beiden größten Avatar-Fans hier bei Rocket Beans TV. Wir haben uns drum gerissen um diesen Slot, denn wir lieben die Welt von Avatar, wir lieben Pandora, wir lieben die Geschichte von Navi, wir können die Sprache sprechen, wir können wirklich diese Tradition, diese Kultur atmen. Wir haben auch zusammen alle Filme gesehen. Ja. Also ich den ersten und Florentin den zweiten. Richtig, genau. Deswegen ergänzen wir uns perfekt. Ich habe keine Ahnung, was im ersten passiert. Du weißt nicht, was im zweiten passiert. Nee. Wir müssen uns absprechen. Aber ich war zugegebenermaßen nur so halb wach. Aber dafür finde ich, und deswegen mag ich Avatar auch, weil das so ein bisschen, es hat so diesen AAA-Anstrich, aber irgendwie mag es niemand so wirklich. Also ich kenne keine Die-Hard-Avatar-Fans, die wirklich sagen, oh, ich habe ein T-Shirt oder Merch oder Bettdecke so, aber es ist trotzdem groß und erfolgreich und bricht Rekorde, aber es ist irgendwie so, wer schaut das letzten Endes? Ich glaube, es ist halt auch schwierig, Fan von einem Franchise zu sein, in dem 2009 der erste Film rauskam und dann jetzt gerade erst quasi der zweite. Jetzt kommt natürlich das Videospiel und wir sind natürlich tief drin, wir sind mitten schon in der Cutscene und ich habe gar keine Ahnung, worum es geht in dem Spiel. Ich glaube, es wird wieder darum gehen, die Natur gegen die bösen Menschen zu beschützen oder so. Guten Morgen. Beginnen wir mit dem abgesandten Programm. Als die RDA Pandora entdeckte... Man kann nichts entdecken, was schon immer da war. Aha, Rie. Wenn wir entdeckt sagen, meinen wir das erste Mal, als Menschen dorthin kamen. Als wir auf Pandora landeten, merkten wir, dass wir eine gute Beziehung zu den Einheimischen aufbauen könnten. Wir erschufen Avatare wie meinen, um eine Beziehung zu den Navi aufzubauen. Und wenn ihr euren Abschluss macht, wird es eure Aufgabe, als Abgesandte sein, zu den Navi zu gehen und uns zu helfen, Allianzen zu bilden. Hat jemand eine Idee, wie das klappen könnte? Die RDA kann Medizin, Technologien und Wissen teilen. Das ist absolut korrekt, Taylor. Direktor Mercer, wir sind die Mission von TAP durchgegangen. Wie gewünscht. Warum sollten die wie eine Allianz wollen? Ahari. Alma. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist, Ahari. Es ist brutal. Ihr wart noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft. Einen Sinn geboten. Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Put up on its leg. Matsmuggel, Dank. Ich hab dir diesen dreckigen Schmuck nur dann erlaubt, wenn er in der Koje bleibt, oder? Ich habe ehrlich gesagt auch die Grundprämisse nicht verstanden, weil die Menschen sind ja dann die Navi als Avatar. Ja. Aber war davor jemand anders drin in dem Körper oder haben die den rausgeschmissen? Ist das nicht bei allen so oder so? Ich weiß es nicht genau. Nee, es gibt auch die natürlichen Blauen. Genau. Die sind naturmäßig, aber dann kann auch ein Mensch kann einen von den hijacken, glaube ich. Naja, oder sie haben oder sie haben halt so eine Art Navi-Roboter gebaut, alter Egos, um in diese Naturwelt reinzukommen. Aber so habe ich das nicht verstanden, glaube ich. Es ist her. Ich weiß es nicht genau. 2009. Man weiß nur, die sind einfach groß und blau und sind naturbelassen. Ja. Und wir sind die Bösen. Und damals war es für mich, das war der erste große 3D-Kinofilm. Oh ja, stimmt.
Bei mir war es wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Den muss man unbedingt in 3D genießen. Fleischbällchen. Der hat sie mir, oh, der versucht, die zu essen. Keine Chance, es war großartig. Vielleicht ist es auch ein Film, ne? Also vielleicht ist es auch einfach Teil 3 und wir sind gar nicht so sehr gebraucht. Ich mag das ja auch, wenn Spiele so ein bisschen dominant sind und einfach sagen, du guckst jetzt erstmal zu. Warum bist du immer auf Mercers Seite? Also Mercer ist der Mensch, den wir gerade gesehen haben. Und das sind Navi-Kinder. Genau. Und es gibt ja die Wasser-Navi, die haben wir ja kennengelernt jetzt im neuen Film. Und die haben eine leicht andere Farbe auch. Und dann gibt es einmal die sind in hauchgrüner. Also es gibt auch da, glaube ich, unterschiedliche Navi, die den verschiedenen Elementen zugeordnet sind. Aber wirklich, wir werden ganz viele Kommentare kriegen von den zwei Leuten, die Riesenfans vom Avatar-Universum sind. Es tut uns leid, jetzt schon. Aber ich bin gespannt, was Ubisoft draus gemacht hat und habe schon gehört, dass die Grafik toll sein soll. Und dass sie da eigentlich recht solide abgeliefert haben. Ich achte nur aufs Wasser. Bei Avatar geht es bei mir nur ums Wasser. Wie gut ist das Wasser animiert? Das war jetzt natürlich bei The Way of the Water ganz wichtig. Wie sieht das Wasser aus? Und deswegen achte ich aufs Wasser. Meinst du, wir spielen so ein Navi oder sind wir... Ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen da jetzt schnell ausbrechen. Oh, du witterst eine Quick-Times-Scene, oder? Mhm. Du hast da mittlerweile so ein Instinkt dafür, dass irgendwann die Cutscene irgendwas kommt. Ja. Du musst es schnell A drücken. Naja, wobei, ich wittere, dass es jetzt wahrscheinlich einfach ins Gameplay übergeht, oder? Ich wittere noch 40 Minuten weitere Wir haben euch ein privilegiertes Leben geboten. Siehst du? Und jetzt sowas. Der Böse. Wir wollen nicht dieses Leben, sondern unsere Heimat. Ihr gehört zu uns. Versteht ihr nicht, okay, was du wir hattest in recht. Euch investiert haben? Ist James Cameron involviert in diesem Spiel? Das weiß ich nicht. Eine Identität. Wir sind Navi. Nein. Ich glaube nicht. Ihr seid, was ich sage. Also ich glaube, was die Story angeht, wahrscheinlich schon. Ja, die denn so ein Franchise gibt's ja nicht einfach, also gibt's ja nicht einfach so her. Die Navi sind ja riesengroß, ne? Das heißt, selbst die Kinder sind größer als der Mensch. Hört auf. Was singen die da jetzt, Florentin? Die singen das Sarentu-Lied, was ein ganz zentrales Lied in der Navi-Kultur ist, was sie mit dem Weltenbaum verbindet, wo sie sich sozusagen als Teil der Natur empfinden. Und sozusagen ihre Individualität löst sich dann sozusagen in dem großen Kollektiv der Natur auf. Und sie sehen eben ihre Rolle als nur ein kleiner Teil dieser großen Welt und fühlen sich damit als Gemeinschaft, eben in Abtrennung der individualistischen Menschen, die eben nur an ihr eigenes Glück glauben. Du schreit auf! Hab ich. Hast du gehört? Ich hab's gehört. Oh nein. Hä, aber wo wurde... Nein. Du bist du? Ich bin du. Okay. Ahari? Stark. Ahari? Ahari. Ahari. Nein, stand da. Sehr gut. Ach Mann, aber es ist schon emotional. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, wo sie tatsächlich verwundet wurde. Das ist immer das Problem, ne? Ich weiß nicht, ob man das... Es gibt ja Regeln, ob man verwundete Kinder tatsächlich zeigen darf oder ist es eher so ein... Stimmt. Man schießt in die Richtung und dann ist Ende. Und dann spontan. Okay. Ich glaube aber, dass wir jetzt so langsam zum Gameplay kommen könnten. Nein. Weil jetzt gibt's, Sarah, da gab es noch einen Zeitsprung. Heute machen wir Sarah, weiter. Nein. Wer Fan von Avatar ist, hat Zeit. Das ist das Einzige, Marktgruppenforschung weißt du, okay, was sind Leute, die sich für Avatar interessieren? Die haben Zeit. Ja. Aber wir kennen. Kann ich direkt mal ein Glas einschenken? Gerne. Woher wissen wir, gegen was wir uns schützen müssen? Cortez, ich muss mit dir reden. Jetzt. Okay, also es gab eben, da siehst du mal, wie groß so ein Erwachsener Navi ist. Also, die waren die immer schon so groß? Ich glaube, ja. Bevor Panik ausbricht. Was? Wow, warum sind die denn so riesig? Oh, Jake Sully ist doch der Typ aus dem Film, oder? Mhm. Hat die Navi gegen uns aufgebracht. Man kann ihnen nicht trauen. Muss deine Sachen packen und geh wieder in deinen eigenen Körper, jetzt. Genau, geh wieder in deinen eigenen Körper, ja. Ich kümmere mich drum.
Okay, also das, was wir gesehen haben, war 8 Jahre vorher. Wir waren noch Navi-Kinder, haben schon versucht, da auszubrechen aus dieser Schule und aus diesem Gefängnis von den Menschen. Und jetzt sind wir 8 Jahre später, sind Teenies, würde ich mal behaupten. Spielen wir Teenie-Navi? Oder diese Kinder sind die, die dann später als Avatar genutzt werden. Hm. Die sozusagen eingefangen sind und als Avatar-Haltung. Nein, nein, das geht nicht. Nee, okay. Avatar-Körper dann gezüchtet werden und vielleicht sogar wissen, dass sie irgendwann nicht mehr ihr eigener Herr sind, wenn sie dann selber wo auch immer hinkommen, weiß ich nicht genau, was mit dem Bewusstsein des Wirtkörpers dann los ist. Ihr müsst euch verstecken. Lasst uns gehen. Wir können entkommen. Wir fliehen nach Pandora. Da sind überall Soldaten. Ihr kommt keinen Schritt weit. Unsere Chance. Wir müssen extra Hosen anfertigen, damit der Schwanz da noch rauskommt, ne? Du kannst ihnen ja keine so Standardhose geben. Nee. Das stimmt. Was ist mit dir? Du wirst nur ein bisschen schlafen. Aha. Nur eine Weile. Oh, ja, das ist, keines gutes Zeichen. Nie. Nee, genau, und jetzt wacht man auf und ist aber der Menschbewusstsein im Avatar drin. Oh nein. Die haben 4 Finger? Ja. Na, wir haben nur 4 Finger? Ich hab's nicht gesehen, ich glaube ja. Und so verschwand du. Jetzt kommt die Charaktererstellung. Ah! Wir sind im Spiel! Also, fast. Wir können Entscheidungen treffen. Juhu! Oh, es gibt 3 verschiedene Stimmen. Mhm. Lass uns wir spielen es mit dem Controller. Bleib ja, würde ich sagen, oder? Wo du gebraucht wirst. Oh, das ist sehr leise für uns jetzt hier. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier. Eine Hand wäscht die andere. Bleib ja, die hier. Hat mir doch gut gefallen. Ja, ich glaube, wir nehmen die. Ja. Ja, doch. Bleib hier, wo du brauchst. Bist du jemand, der sich so total verausgabt bei Charaktererstellung oder so? Also bei einem Spiel, wo es wirklich darum geht, Roleplay zu betreiben, ja. Mhm. Ich glaube, bei Baldur's Gate oder so bin ich immer noch nicht fertig. das ist mir für Weihnachten vorgenommen. Was verändert sich? Ach, die Gesichter, okay. Und aber bei so einem Spiel, wo es jetzt, soweit ich weiß, einfach ein Action-Adventure ist. Ja, man macht sich ewig lang den Charakter und am Ende sieht man ihn immer nur von hinten. So. Ja, so, und dann die Kamera ist immer hier so das. So, das ist doch gut. Das gefällt mir schon mal gut. Ich bin völlig zufrieden. Cool. Ja, lass uns das doch einfach so. Ändert sich da wirklich was? Aber minimal. Aber sind das so Bemalungen auf der Haut oder haben die so wie so ein Tiger so Streifen? Ich glaube, das ist natürlich, Das ist natürlich, ja. Ah ja. Oh, guck mal, das ist der Avatar Fukuhila. Du, mit der menschlichen Kultur kommen eben auch die Schattenseiten. Da muss man sich dann eben auch mal Gedanken machen, welchen Einfluss wir haben. Wir können unsere Muster ändern. Ah, Leuchtmuster. Siehst du einen Unterschied? Warte mal. Im Gesicht. Ich sehe nichts. Jetzt? Da werden immer nur die Haare angepustet jedes Mal. Ja, ja, aber ich sehe keinen Unterschied. Leuchtendes Muster. Ah. Ach, vielleicht. Hier unten ja, guck mal. Ah. Aber die haben doch noch so einen Super-Mode, wenn die dann so fluoreszierende Haut haben, glaube ich, ne? So ein bisschen Edward-mäßig. Naja, wenn die dann am Weltenbaum hängen, glaube ich. Aber dann müssten wir doch jetzt auch einen Unterschied sehen können. Ja, aber die ist ja gerade nicht aktiviert. Das Hautbild. Sozusagen. Klare Haut. Dermatologen lieben dieses Spiel einfach. Und 4 verschiedene Blau. Oh, doch, es geht noch weiter. Guck mal, 8 verschiedene Blautöne. Oh, jetzt wird's ja wild. Ja, eines davon ist dann dieses Wassernavi, glaube ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier eine spielentscheidende Entscheidung treffen können. Das Gefühl, das Spiel ist im Allgemeinen sehr blau, oder? Ja, also, das ist wirklich die Primärfarbe blau. Das ist unser Avatar und es ist das blaueste Spiel des Jahres, glaube ich. Stark. Ja, was hat das beim Game Awards? Wer hat eigentlich blaueste Spiel des Jahres gewonnen? Hast du es live verfolgt? Nee, ich lasse mich noch überraschen. Ich weiß nicht, wann das jetzt hier rauskommt, aber wir sind ganz kurz nach den Game Awards. Wir sind noch beeinflusst sozusagen, ja. Wir sind noch. Wir haben uns aber, glaube ich, beide nicht die Nacht um die Ohren gehauen. Nein. Was ist passiert? Das mache ich schon lange nicht mehr, auch für die Oscars nicht. Sehr lange. Ulmuktikame. Muss das wirklich sein, wenn sie gehen? Ah, die Navi retten uns gerade? Den Rest müssen wir zurücklassen. Ja, die haben uns auf jeden Fall jetzt die gefunden. Die Armee ist weg, oder? Du hast uns zurückgelassen.
Die Himmelsmenschen sind zurück, Sarentu. Sarentu? So wurde ich noch nie genannt. Das ist dein Clan. Und zwar ein sehr mächtiger. Okay. Aber das Lied nicht vorhin, das Sarentu-Lied. Ja. Traumwanderin hat euch stattdessen. Jeder hat sein eigenes Lied? Ich erkläre ich glaub, es. Nee, ich glaube, er hat gerade erzählt, dass das der Clan ist. Ich bin quasi ein Sarentu. Ach so. Unter okay, verstehe. Vielen. Vielleicht können wir gleich ein Videospiel spielen. Nein! Nein! Haben wir. Guck mal, ich hab. Oh, du hast Kopfschmuck bekommen. Ja. Reiterausrüstung und ein Ikron. Prügler? Was hast du bekommen? Nee, ich dachte, ich kann das anziehen. Oh nein, jetzt ist es weg. Wahrscheinlich. Wir haben extra einen Charakter erstellt und jetzt ist es Ego-Perspektive? Ernsthaft? Und ein Sturmgewehr. Schön. Wir kommen alle hier raus. Ach, oh, wie winzig Mensch. Die Menschen ja, aussehen. Das ist wirklich weird. Das ist echt süß. Okay, ich gehe mal in die Richtung, wo die Menschen die Tür blockieren. Oh, du musst einen Nachtblattbaum, Jagdbucheintrag. Ach, die sehen ja niedlich aus, die Menschen, die kann man ja gar nicht ernst nehmen. Hallo! Finde etwas zu essen. Ja? Das ist die Maximalgeschwindigkeit. Ich versuche es gerade rauszufinden, aber bis jetzt, ja. Boah, das ist aber auch so ein Erbrechenspiel, oder? Kann das sein? Wenn du da ständig rein und raus zoomst, wir haben Laufen. Ah. Sarah, du machst mich krank. Ich will jetzt nicht on camera hier mich übergeben müssen. Ich habe doch nicht rein und raus gezoomt. Ach, das meinst du? Ja. Entschuldige. Was ist das? Das ist meine linke Schultertaste. Ich weiß noch nicht, was sie tut, aber ich kann jetzt auf jeden Fall mal hier durch. Ja, ist alles in Menschengröße. Das ist natürlich schwierig für uns jetzt. Ich muss hier jetzt natürlich kriechen. Okay, also alles, was wir kannten, wir sind gerade wieder aufgewacht. Alles, was wir kannten, ist jetzt natürlich zerstört. Aber sind wir jetzt Navi oder Mensch im Navi drin? Ich glaube, wir sind immer noch der Navi. Wir sind ja nur in diesen... Was tut mir weh? Warum tut mir was weh? Konsumiere Nahrung. Ach so. Das ist jetzt einfach einmal passiert, um mir zu zeigen, dass ich die Heilung wieder... Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Genau, wir sind einmal in diesen Schlafkryokasten reingegangen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Und jetzt haben uns die Navi gerettet. Hier ist aber alles zerstört. Die sind da quasi rein und haben versucht, ihresgleichen da rauszuholen aus dieser RDA. Okay. Und wir haben eine Cutscene. Ah, jetzt bist du im fluoreszierenden Modus. Ja. Guck mal. Action-Mode. Jetzt sieht man dein Hautbild von denen, die du ausgewählt hast. Mhm. Jetzt können wir noch gucken, ob wir uns richtig entschieden haben oder nicht. So. Und der will die Kinder, die Navi-Kinder, die noch da sind, aus diesen Kästen rausholen. Es darf keine Zeugen geben von dem, was hier Schreckliches stattfindet. Sind sie für Haustiere anstatt für Soldaten? Na gut. Eins flüchtet! Ah, okay, wir flüchten. Oh, lauf! Ja, aber wie rennen wir denn jetzt? Ah, okay, jetzt darf ich auch sprinten. Jetzt geht's vorwärts. Und slide. Stark. Ja, okay, aber wirklich. Ego. Oh. Okay. Aufgeladen, Sprung. Ego zugucken, oder ich was? Ich bin Echtzeit-Strategiespiele gewohnt, wo du ganz weit weg bist und ganz in Ruhe Sachen anguckst. Würde es dir helfen, selber zu spielen? Nein, das ist schon gut, krieg ich schon hin. Okay, sag Bescheid. Na, ich wollte cool reinsliden, hat nicht funktioniert. Leider, jetzt hast du ja voll das Schienbein gestoßen. Oh, zum Glück gibt's Lüftungskammern, wo sogar noch die Navi durchpassen. Das stimmt. Hallo? Hast du schon mal echt in einem Lüftungsschacht? Nee. Ich auch noch nicht. Würdest du gerne? Total gerne. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hallo? Schlagen? Nein? Ich sehe es Kannst nicht. Du sprinten? Dagegen sprinten? Nee. Sprintkrieg? Nee, nichts. Alle Tasten? Bin ich falsch abgebogen?
Von hier kommen wir. So. Du siehst doch hier auch nichts, oder? Ja, oder man kann diese Ventilatoren irgendwie raushauen. Aber. Das Einzige, es wird ja auch rot, wenn ich hier. Also dieser kleine Marker. Aber ist rot gut? Aber er zeigt nach oben. Jetzt nach unten. Vielleicht musst du nicken. Ah, aber oder? Nein. Gerade hat der Controller ein bisschen Response gegeben. Ich war ehrlich, also. Du, das ist ein kniffliges Spiel. Wir hatten jetzt lange Zeit, unsere Gaming-Kräfte aufzuladen. Jetzt verlangt er dir alles ab. Aufladen vielleicht? Das war vielleicht ein gutes Stichwort. Nein? Okay. Aber kurz bevor du am Skitter bist, da ist so ein Kreis. Manchmal ist so ein Kreis um den Pfeil, ne? Das mache ich, wenn ich hier die aufladen. Für den, weil ich dachte, vielleicht kann ich es irgendwie kaputt hauen. Also. Wir haben wieder irgendwas überhört. Irgendwas Wichtiges haben wir aber überhört. Wir haben doch alle Untertitel an. Irgendwas Wichtiges? Nein? Hilfe? Ist auch gut, dass wir gerade flüchten. Ah! Sind wir von hier geflüchtet gekommen? Doch, sind wir. Wir sind hierhin. Ja, klar. Schwupp. Erwachen, entkomme, tapp. Du kannst aber nicht komplett durchsliden, oder? So weit geht dein Slide nicht. Das wäre ein sehr langer Slide. Ich verstehe es nicht. Du, als wir überlegt haben, welche Schwierigkeitsstufe, hast du dich für Mittel ausgesprochen, Sarah, ja? Und jetzt erntest du die Früchte, die du gesät hast. Ja, das stimmt. Absolut. Slide. Nee, weiter geht nicht. Das ist doch jetzt Quatsch. Aber. Vielleicht musst du nur runtergucken und beobachten oder so. Vielleicht musst du da gar nicht durch. Also unsere Verfolger sind aber auch nicht die besten. Nee, gar nicht, muss man sagen. Soll ich nochmal den Checkpoint nochmal laden? Komm, wir können jetzt nicht aufgeben, denn. Also dann müssen wir die ganze Cutscene nochmal gucken. Du hattest den aufgeladenen Sprung, das hat ja geklappt. Und dann. Aber hier drin kann ich nicht springen. Bis jetzt war es nur kriechen, der übliche Action-Adventure-Kram. Du, es tut mir wirklich leid, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich geh nochmal zurück. Aber was ist denn mit dem Schalter da rechts? Ist das irgendwas hier? Nee, ne? Nee, also der Gang wirkt ja auch einfach offensichtlich. Es wirkt doch alles sehr schlauchig bis jetzt. Bis jetzt kam aber auch noch niemand und hat uns irgendwas angetan. Hier kamen wir her. Gehen jetzt einfach mal. Stell dir vor, du läufst vor Leuten weg und musst dann nochmal backtracken und sagen, oh, der Weg ist falsch abgebogen. Muss ich nochmal hin. Genau, das war der aufgeladene Sprung. Das war der aufgeladene Sprung. Vielleicht, wenn du nochmal zurückgehst, dass du nochmal einen Tooltip kriegst oder so. Also, du meinst nochmal laden? Ja, oder dass der dir nochmal einblendet, wenn du eine neue Technik kriegst oder so. Vielleicht brauchen wir noch irgendwie so einen Navi-Punch oder so. Ja, aber ich hab sonst nichts. Also. Das ist komplett wild gerade. Soweit alles ganz normal. Ah, hast du den Schatten gesehen? Genau so habe ich es mir vorgestellt. Stark. Also der Pfeil ist weiß. Das ist aber mein. Genau. Wann wird der rot? Ab jetzt. Und wenn du dich umguckst, hängt das davon ab, wo du hinschaust oder wo du bist? Aha! Wo ich hinschaue? Rückwärts. Jetzt wird's rot. Aber das heißt doch, dass das irgendwas ist, oder? Ja. Immer wenn du auf die Gitter gehst, ist rot, ne? Ja. Aber zwischen den Gittern wird's weiß. Nee. Ah, nee, auch nicht. Willst du mal? Also ich habe wirklich bis jetzt nichts außer hüpfen, kriechen, der klassische Standard. Also ich könnte noch was essen. Das ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit. Das ist der aufgeladene Sprung, der hier drin nicht funktioniert, weil Decke. Aber ja. Das ist also, wirklich. Aber ich finde es bis jetzt ganz cool eigentlich. Ja, also doch. Die. Ah, man muss aus dem Crouch wieder raus. Ja, genau. Zip. Hey. Mhm. Es gibt auch keinen zum letzten Checkpoint, wie ich das gesehen habe. Also wir können jetzt versuchen ins Hauptmenü und nochmal unseren Spielstand.
Ja, aber das ist doch jetzt keine unüberwindbare Hürde, oder? Das kann doch nicht sein. Er muss mir doch vielleicht als... Vielleicht woanders hingehen oder so? Ich glaube nicht. Also bis jetzt ist es so linear. Ich könnte jetzt googeln, also... Wir werden jetzt nicht auf Schwierigkeitsgrad Mittel anfangen, hier Lösungsbuch.org Gregors Spielhilfe hier anzuschauen. Achso, das ist Crouch. Aber es ist natürlich auch nicht super hilfreich, dass wir nahezu keinen Sound haben. Weil vielleicht nee, würden wir hier so A, B, B, A. Ah, dass da irgendjemand was ruft oder so. Ich kann ja mal hingehen. Start Select. Warte. Wo kommst du denn raus? Horche. Wo sind denn unsere Lautsprecher eigentlich? Sie horcht. Nee, hör nix. Kann sagen, ich höre nichts. Also, es kann doch jetzt nur irgendein Schlag oder ja. Irgendwo der. Also, was ich würde neu laden, los? Ehrlich. Das sind Lichter? Nein, wir sind mitten im Tutorial. Das kann nicht so schwer sein. Es ist nicht möglich. Aber was ist dann die Theorie? Dass es verbuggt ist oder ja. Was? Oder dass es wirklich? Meine Theorie ist, da fehlt gerade ein Tutorial, in dem dir gesagt wird, mit Y, dann, Punch. Dann start von mir aus nochmal neu. Ich will jetzt nichts kaputt machen. Wann innerhalb deines Studiums des Navi hast du das Sorrento-Lied gelernt? War das schon Teil das davon? Kommt relativ am Anfang. Ja, das okay. Singt man auch am Anfang jeder Klasse, einfach weil es so ein bisschen die Kultur der Navi so ein bisschen verkörpert. Mhm. Und wir haben leider nie über Lüftungsschächte gesprochen. Schlecht. Nee. Wir können nicht zu Anton gehen und sagen. Anton. Kannst du das für uns spielen, bitte? Wir kommen nicht weiter. Oh! Oh! Der Soldat hat was gesagt? Ja, um ein Haar hat er gesagt. Vielleicht muss man jemanden belauschen. Vielleicht geht's gar nicht drum. Wir hatten doch vorhin keine Untertitel. Ich suche jetzt eine Fernbedienung. Guck mal, rechts oder? Von dir liegt das die Fernbedienung. Ach doch, da. Die habe ich nicht gesehen. So. Okay. Um ein Haar. Was könnte das bedeuten? Dass es auch wirklich hier gespeichert hat, Mann. Ja, die wissen schon, dass das eine schwierige Stelle ist. Wir müssen neu anfangen, glaube ich. Wenn wir das können wir eben nicht sagen. Nee, das können wir nicht. Da müssen wir einen Abbruch vortäuschen oder so. Das ist jetzt reingeschneit in die Elektronik. Florentin, du musst den Feueralarm hier im Haus. Ja, 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 einer ja, genau, von uns ja. Muss sich jetzt abfahren. So, Erwachen 1, entkomme Tab. Genau, jetzt gehen wir nochmal vor und wir hören hin, was der ja. Soldat sagt. Nichts. Also meine nicht geschulten, nicht Navi-Ohren können hier nichts erkennen. Das ist teilweise viel zwischen den Zeilen. Warum hat er das dann vorhin gesagt? Vielleicht ist irgendein Timer abgelaufen und wir haben die Mission nicht bestanden, aber das hätten wir auch gesehen. Wir hätten doch hier irgendwas. Und kannst du nicht den aufgeladenen Sprung in die Horizontale irgendwie Bonk. Kanalisieren oder so? Nein. Dass man sozusagen nach vorne springt, los. Durch den Schacht hinaus. Ah. Okay. Okay. Ich bin aufgeschmissen. Ich sag's, wie es ist. Das gibt's doch nicht. Es muss doch hier weitergehen. Und ich höre was. Aber vor allem, dass uns die Verfolger auch nie erreichen, verfolgen. Ne? Also, vielleicht müssen wir echt nochmal zurück und entweder. Haben vielleicht wir stecken die irgendwo fest. Mit denen kurz helfen. Hä? Jetzt ist hier auch zu. Hier war doch vorher noch nicht zu. Oh, aber was ist mit dem Gitter oben? Nee. Aber hier wird's auch wieder rot. Aber
Was heißt denn rot? Heißt es, hier ist eine Sackgasse, weil da kommt man nicht weiter? Ich verstehe es nicht. Wenn du so normal gegen eine... Aber in eine Ecke gehst, dann wird's nicht rot, nee. Oder? Im Sinne von... Nee. Das heißt, man kann da irgendeine Fähigkeit einsetzen, oder? Also oder ist grade, rot immer falsch? Naja, also jetzt gerade bevor wir neu gestartet haben, sind wir doch wirklich weit, weit zurückgekommen. Wir sind noch zu diesem Hochsprung. Ja, ja, das ja. war aber hier. Jetzt kommen wir schon wieder nicht mehr durch. Also wenn man neu lädt, dann begrenzt ihr den Level nach hinten? Der hat ihn nach hinten begrenzt, weil hier siehst du, wer dieser, da sind wir hochgekommen eigentlich, das ist jetzt zu. Das heißt, es muss ein Problem damit geben, dass der uns diesen Weg nicht freigeschaltet hat. Weil jetzt haben wir nach hinten weg genau das gleiche Problem, was wir nach vorne weg haben. Die Tür ist zu. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wir sind sicher vor unseren Verfolgern. Ja. Das ist schon mal ein positives. Stark. Aber wir haben auch nur noch eine... Warte. Muss aus dieser... Muss hier raus. Warte kurz auf meinen humoristischen Hinweis. Jetzt ist mein Waffenrad auch noch weg. Ich glaub's nicht. Hast du dein Nahrungsrad noch? Kannst nee. Du doch. Hier. Wir haben aber auch nur noch ein Essen. Also okay. Wir sind das stimmt. zeitlich begrenzt. Wir sind sicher, aber wir haben nur ein Essen. Trockene RDA-Ration gegessen. Jetzt habe ich es gegessen. Aber jetzt ist der blaue Balken auf. Haben wir mehr bekommen. Mhm. Ach, man verliert diese Hungerleiste, oder was? Mhm. Hattest du Survival-Sachen? Das Spiel? Nee. Vielleicht haben wir jetzt mehr Kraft, hinten durchzukommen. Mit die Lampe! Aber wir kommen da nicht hoch. Nein, das muss. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach ein Let's Play. Das können wir. Aber jetzt speichern. Wir haben Speichern links unten. Guck mal. Es passiert aber nichts. Da tut sich was. Nee. Das kann, also wenn diese Begrenzungen vom Spiel eh genutzt werden, um Bereiche abzugrenzen, kann es schon sein, dass das irgendein Fehler ist, ne? Ich glaube das ehrlicherweise auch. Also wie... Warte drück mal. Du mal alle können, Tasten, können die du wir hast. Jetzt einfach... Avatar Frontiers of Pandora. Da ist ein M zu viel. So, schauen wir mal bei Gronkh vorbei. 30 Minuten haben wir jetzt hier. Willkommen. Servus, also Shoutout an Nardfrag. Ja, mit dem habe ich mal, glaube ich, bei GTV, bei diesem Quiz mitgemacht. Ach cool. Das sieht aber nicht nach der Mission aus, die wir haben, ne? Nee. Das ist auch schon. Weil der hat was ganz anderes. Okay. Nimm mal Walkthrough. Das da, Part 1. Das sieht doch gut aus. Servus, Hollow. Ah, guck mal, der ist er. Ja. So weit sind wir nie gekommen. So weit sind wir auch nie gekommen. Da waren wir. Das war der Anfang. Genau. So, und jetzt schön dann im 5-Sekunden-Modus. Ja. Das haben wir alles geschafft. Mhm. Ja. Ja, da war ich. Ich erinnere mich. So, jetzt kommt der Sprung. Mhm. Ja. Stimmt, ja, schon eine Weile her. Aber ja, genau, da gehen wir durch. Jetzt kommt der aufgeladene Sprung. Wenn wir jetzt irgendwas nicht gefunden haben für heute, das wird so unangenehm. Das, wird so dumm. Das kann nicht sein, wir können sie ja nie wieder blicken lassen. So, jetzt wird's spannend. Guck. R3-Hit? Sarah! R3-Hit? Das ist nicht dein Ernst! R3-Hit? Du hast die erste aufgeklappt und danach nicht weiter? Es tut mir leid. Was ist denn R3? Was ist denn da passiert? Das tut mir leid. Oh Gott. Nein, das ist nicht dein Ernst! Wow. Ich habe alle Knöpfe gedrückt. Du hattest das Bett. Du hast auch. Aber alle ich weiß, was ist denn R3 überhaupt? Stick reindrücken. Stick reindrücken. Entschuldigung. Das ist okay. Okay. Wir sind wieder weiter da. Geht's. Los geht's. Die Spannung bleibt aufrecht, okay? Wir oh, müssen jetzt immer noch fliehen. Mich. Wir müssen fliehen. Stark.
Aber wir haben auch ein bisschen, muss ich sagen, die Atmosphäre gebrochen. Ja, okay. Wir haben die Uiuiui. Wir haben die Verfolgungsjagd ein bisschen enttarnt, kann man sagen. Ja, das stimmt. Aber ich bin immer noch voller Adrenalin. Also ich bin immer noch total in der Hetzjagd. Bist du okay? Mhm, ja, doch, bin ich. Also eigentlich nicht, aber... Hier, nimm das. Ein Headset? Alles gut. Steck es in dein Ohr. Wir haben es beide nicht hinbekommen. Einfach. Fleißig. Stark. Sie suchten dich, aber fanden mich. Ohne Internet wären wir jetzt einfach verloren. Ja, true. Hätten wir einfach gesagt, gut, dann gehen wir ins Bett. Was ist? Das war mein Zockabend jetzt. Ende. Dieses Schicksal möchte ich dir ersparen. Weiter. Schnell und leise. Los. Mhm. Ja, sofort. Leise. Jetzt musst du auch schleichen, oder was? Wahrscheinlich. Jetzt kommt eine Schleichpassage. Da durch? Hörst du mich? Wie kommt man denn da durch? Mit R3? Mit welcher Taste könnte man da durchkommen? Nee, das ist nicht R3 dieses Mal. Okay, und wir hängen am nächsten Punkt. Nein, alles gut. Okay. So. Nee, ich glaube, bis jetzt bin ich leise unterwegs. Hm. Man kann das dem Spiel auch nicht ankreiden, was gerade passiert ist, weil sie haben es ja offensichtlich eine Tür vorher erklärt. Ja, richtig, und da ging's ja, ne? Da ging's. Hast du es ja geschafft. Naja. Mhm. Aber wir haben auch beide das ausprobiert. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Stark. Wie hat Anton vorhin gesagt, wir sind beide wegen des Gamings hier. Richtig, genau. Mhm. Nicht unbedingt wegen der Avatar-Expertise. Ja. Aber jetzt kann es ja nur noch hier raus und bergauf gehen. Nee. Es ist aber auch dunkel in so einer verlassenen Ja, und das ist natürlich nicht Base. Für unsere Größe gemacht, ne? Hörst du nee. Mich? Wo sind die anderen? Das finde ich aber eigentlich echt cool, dass das so viel mit Kriechen und man fühlt sich total überdimensioniert. Das hat man ja, selten. Das stimmt, ja. Spielt sonst eher irgendwie so Katzen oder Mäuse oder so, die zu klein sind. Ja. Aber zu große Spielfiguren hat man seltener. Hier, und? R3. Ja, guck dir an, jetzt läuft's doch mal. Ich dachte, es wird heute Abend bei Nerd Commander so sein, dass ich vielleicht die ein oder andere Sache beim Gaming nicht hinbekomme. Aber nein. Hm. So, schleichen, Achtung. Also schleichen. Ah, okay, die NSCs haben einen Indikator. Seid ihr noch hier? Wir wollen nur. Bist du im Schleichmodus? Du ja, ja. Crouched einfach, ich ja. Ich bin schon tief. Netter Versuch, aber bis jetzt hat mich doch noch keiner gesehen. Gibt's so einen Batman-Modus? Also so eine... Ich glaube, die haben so eine Anzeige... Oh, jetzt, der sieht mich. Oh je. Oh ja, jetzt haben sie mich gesehen. Wie haben die dich denn zwei Räume weiter gesehen? Vor allem trifft mich auch keiner so wirklich, ne? Und jetzt bin ich wieder weg. Ja, aber ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Tschüss. Dadurch? Du hast sie taktisch clever abgelenkt. Das war jetzt wirklich nicht... Um jetzt drumherum zu schleichen. Genial. Ja, du bist halt eher so der Schleicher, nicht der Klopper. Subtile Herangehensweisen sind deine Stärke. Bewegliche Ziele finde ich einfacher zu umgehen als starre Türen. Oh, und der Slide-Traum. Da war ich zu früh. Sehen? Können die mich sehen? Ich finde es ein bisschen schwierig. Die Turnhalle ist verschlossen. Ich finde einen Weg. Dadurch? Nee, das ist offenbar ein Glas. Gut. Da lang? Finde einen Weg, die versperrte Sporthalle zu öffnen. Mhm. Irgendwo Sporthalle? Müsste... Da geht's Richtung Sporthalle. Guck, Jim, da. Ah ja, guck. Reparieren. Stark. Okay. Kein Problem für uns. Einmal herzhaft reingegriffen. So. Stoßen. Ja, das ist unsere beliebte Taste R3. Mhm. Wenn da jetzt jemand kommen sollte. Dö. Okay, gut. Dann nicht. Kann ich vielleicht einfach gehen? Ja? Cool. Tschüss. Wieder raus aus der Turnhalle. Gut, dann geh jetzt zu. Salt Lake! Das ist ein weiter Weg hier.
Und ich finde es ehrlich auch noch nicht so ganz übersichtlich, wann die mich sehen können und wann nicht. Ah, guck mal, es wird schon natürlicher hier. Ja. Ich glaube, wir sind gleich raus. Oder? Ach, das kann sein, ja. Nee. Die Anzeichen der Außenwelt sind, Algen sind unsere Freunde erstmal. Wo kam ich denn her? Ich find's unübersichtlich. Nein? Dadurch? Du hast auch noch keinen Ausgang gefunden, ne? Nee, ich wäre jetzt auch hier in die Ecke wieder gegangen. Hier sind wir gerade rein. Glaube ich. Oh, ich bin sehr schlecht mit der Orientierung. Aber der grüne... Wir haben nichts. Wir haben keine Minimap. Es ist saudunkel. Ich... Ein Navi, der die Orientierung verliert. Das ist auch witzig. Ach, Mensch. Ja, anscheinend waren wir hier noch nicht. Ah, Katze. Ach, okay. Endboss! Bis jetzt können wir doch noch nix. Bossfight, du kannst stoßen und essen. Und überspringen. Erwischt. Nein! Ach, nein. Oh Gott. Ja, das Kind ist harmlos. Deine Schwester war eine heißblütige Kämpferin. Mörder. Geholfen hat es nicht. Tja, früher wären sie nützlich gewesen. Nun gibt es keine Navi-Botschafter mehr. Nur noch Navi-Hindernisse. Okay, Navi-Botschafter war, wenn... Lauf! Könnte ich mir vorstellen, war dieses Menschen nehmen sich den Körper als Avatar und versuchen mit den Navi zu interagieren. Ja, ja, das kann gut sein, ja. Bist du okay? Das war viel zu knapp. Zotlek! Ja, mei. Ja, gut. Sehr gut. Besser. Nee? Okay. Ja, passiert aber auch nicht. Schacht, okay. Ah, okay, gut. Haben wir geschafft. Schön. Was machst du da? Ich zermahle hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Sag mal, bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Da ist es. Pandora, du hast uns wieder! Fast hätte es nicht geklappt. Ach. Jetzt wird's schön, Flo. Ach, wow. Hallo, kann ich vielleicht mal aufstehen? Das ist Pandora, so wie ich es kenne. Wie wir es damals 2009 in 3D erlebt haben. Das stimmt. Aber ich find's wirklich schön gerade. Das ist sehr schön, ja. Das ist wirklich... Ja, das wollten wir doch sehen. Vielleicht sind sie ja am Wasser entlang. Da bin ich. Sorrento. Wissenseinträge, guck mal jetzt. Oh, Blick ins Charakter. Und wir haben 4 neue Charaktere. Wir haben eine Karte. Wir haben eine Karte, aber wo... Achso. Da ist alles irgendwas noch Blaues und irgendwas Lilanes und eine ganz schön große. Wow. Wow, okay. Ein bisschen wolkig. Ob man immer die Wolken zeigen muss aus der Map? Ja, vielleicht erkundet man es erst. Naja, okay, aber wir können jetzt hier unseren... Erstmal kosmetisch. Okay, der Beutel ist leer. Essen, Kochzutaten. Nach keine der ganzen Schuhe. Action brauche ich jetzt einmal ganz kurz das Menü. Ja, absolut, klar. Schuhe? Ich dachte, Navi tragen keine Schuhe. Vielleicht irgendwelche so
keine Ahnung, Schmuck. Panzer oder Schmuck. Kann auch sein, ja, Fußschmuck. Ja, da haben wir aber keine Auswahl bis jetzt. Okay. Aber mach mal Jagdbuch oben, was wir da... Der Nachtblattbaum. Nachtblattbaum. Ach was, die meist auffindbar an den Felswändern im Kinglore-Wald. Da sind wir gerade. Ist Kinglore nicht ein Pokémon? Nee, Kinglare. Aber fast. Seltenere Nachtbaumblätter fanden sich oft in der Nähe des Schwarzwasserbeckens. Mhm. Norden des Kinglore-Waldes. Okay. Die beste Qualität, wenn es regnet. Okay. Und das kann man dann abbauen und kriegt Nachtblattast. Sieht so aus. Also wenn ich hier auf Markieren, dann kann ich es vielleicht auf der Karte auch finden. Herstellungsrezepte. Ah, zielsicher. Beim Zielen erhöht. Also es gibt ein Crafting-System. Es wirkt so, ja. Cool. Mehr haben wir da nicht. Und wir haben die Quest, wir sind denen entkommen und sind endlich in Pandora. Vielleicht sind sie dem Fluss gefolgt. Alles klar, das sind wir, das ist unser Protokoll. Ich will dich nur daran erinnern, dass als wir das Spiel geschaltet haben, hatten wir die Auswahl geführt oder Erkundung. Und wir haben uns beide für Erkundung entschieden. Ja. Deswegen würde ich sagen, erkunden wir erstmal ein bisschen. Passiert? Wenn wir da also Sachen craften und sammeln können, guck einfach mal, was geht. Können wir da Bäume fällen, Sachen sammeln? Hallo Baum. Haus bauen? R3? Nein. Nicht jedes Problem in deinem Leben lässt sich mit R3 lösen. Sarah, bis jetzt, ja? Heute schon mehrere Quests. Okay. LB. Ich drücke LB. Ah. Betankungsanlage, ja. Färberkesselsee. Kannst du schwimmen? Wir werden es rausfinden. Attacke. Piu. Stark. Guck mal, das Wasser. Ja. Das Wasser sieht immer gut aus bei Avatar, habe ich dir doch gesagt. Kommen wir wieder hoch? Oh, das ist ja schön klar. Die Seerosen. Oh, da wäre ich jetzt gern. Ja. Hast du nicht einfach so tümpeln, dass da irgendwie so fiese Fische doch. Und Algen und so... Und ich habe sogar in Videospielen Angst vor Wasser. Ja, so stehende Gewässer sind immer... Da bin ich immer badeängstlich. Subnautica ist mein absolutes Hassspiel. Boah, also nur, angerührt, weil ich es nicht kann. Nicht angerührt. Weil ich eigentlich, also wenn es hier nicht so klar wäre und ich gerade wirklich gesehen habe, dass da nichts drin schwimmt, hätte ich hier ein Problem mit. Gut, wir sollten dem Wasser entlang. Gibt jetzt hier mehrere ja, Adern. Ist natürlich... Ist da hinten ein Tier? Stark. Hallo. R3 ist weg. Seid ihr freundlich? Du bist hier in Pandora. Das ist eine Harmonie. Das ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Natur. Die mich jetzt angreifen. Nein, das ist alles. Wir sind Freunde. Wir leben zusammen. Das ist wie Bruder und Schwester. Oh, das kann ich einsammeln bestimmt. Nee. Sammel's ein. Ich versuch's. Ich will wissen, ob die ein Problem mit mir haben. Weil sie wirken ein bisschen so... Die versuchen nicht nur zu begrüßen, es ist eine freundliche Begrüßung. Ja, auch die Pandora. Roten Punkte über den. Ja, das ist eine freundliche... Ja, das ist der freundliche Autsch. Gut, ich bin tot. Eingegraben. Deine Reise ist beendet. Schade. Hier, möchtest du mal? Dankeschön. Vielleicht kannst du mit den Einwohnern von Pandora besser umgehen als ich. Aber du, da konnte man irgendwas abbauen, oder? Ja, dieser Pflanze, glaube, aber irgendwie doch nicht. Das könntest du noch mal rausfinden. Aber die hat dann auch wirklich geleuchtet, also. Man kann hier erstmal schon einfach überall hingehen, ne? Das ist schon cool. Das ist wirklich cool. Ah, hier ist so ein Haben wir einen Eintrag bekommen für diese Vorsprung. Tiere? Genau. Ah, wenn man an der Wand den Sprung macht, klettert er automatisch hoch. Da muss man nichts mehr drücken. Oh, 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 was ist das denn? Das gehört ja gar nicht hier. Ich rufe meine Verbündeten. Oh, das ist gut. Betankungsanlage, das stand in unserer Quest. Das wäre auch ein guter Name für so eine Kneipe, oder? Betankungsanlage? Bei dem Baum. Bei dem Baum, sagst du mir im Wald ernsthaft? Hier beim Baum. Ah, okay. Hallo, hier. Am Wasser. Hier, wo es grün ist. Na, da kommt man nicht hoch. Neben dem Stachhain. Guck dir mal diese winzigen Pylonen hier an. Als hätten sie kleine Menschen aufgestellt. Guck mal da wieder. X.
Mhm. Ein Ersatzteil. Ersatzteile. Ein universell einsetzbares Ersatzteil für alles. Es ersetzt alles. Okay. Ein paar Reifen. Hier ist auch noch was. Bei dem Bauch. Oh, eine trockene RDA-Ration. Lecker, lecker. Lecker, ich mag's trocken. Ja, das ist meine Lieblingsration. Bei dem Baum. Also, er hat's nochmal. Mhm. Ja. Das sind ganz besondere Pflanzen, die versuchen, dich in Trance zu versetzen, damit sie dich langsam auffressen können. Oh Gott. Strobo-Pflanze. Bei dem Baum. Das hilft mir wirklich gar nicht. Ah, hier ist aber auch noch mehr. Ah, da kann man doch looten hier. Loot, loot, loot. Ersatzteil nochmal. Mhm. Okay. Daher springen wir in die Luft vor Freude. Aber welche Kiste kann man looten, ja, welche nicht? Das ist so das Ding. Boah, ey, gib mir noch 20 Minuten und ich erbreche hier einfach. Das ist... Also sorry, aber das ist für mich... Die Motion Sickness ist einfach auf Anschlag. Weil wir dieses Hin- und Hergewackel hier auch die ganze Zeit... Und dann dieser Blick auch noch. So, pass auf. So, wo müssen wir hin? Ich habe jetzt mehr als genug Ersatzteile. Vielleicht nochmal auf die Betankungsanlage und einmal gründlich umschauen. Vielleicht finden wir ihn dann. Ich meine, er ist ja nur blau und hier ist alles grün, dann können wir ihn ja easy finden. Ist das so schlau, dass man blau ist in der Natur? Es gibt wenig ganz grüne Tiere, oder? Aber ich glaube, es gibt mehr grüne Tiere als blaue Tiere. Das sag ich die blaue Alge. Der Blaubär. Ach ja. So. Bei dem... Ja. Ja, wo denn? Hier. Aber ist es ein Pfeil, wenn er spricht? Nee, oder? Nochmal bitte? Marco? So, Leck? So. Alle Rübe? Leck. ja. Was muss ich machen, dass er wieder spricht? Ich muss möglichst hilflos aussehen. Er lehnt an einem hohen Baum neben einem schwelenden MPA-Anzug. Da unten ist er! Ah! Oder? Ah! Bei dem Baum. Ist er das nicht? Geh da mal hin. Es ist aber peinlich, wenn ich jetzt wo ganz anders hingehe, als er ruft. Ich bin hier. Ach, da unten. Ach, da, okay. Aber Kollege, wir müssen noch an unserer Kommunikation arbeiten. Dankeschön. Nein. Du kannst nicht kämpfen. Ach so. Jetzt nehmen wir ihm seine Waffen weg. Diesmal helfe ich dir. Oh Gott. Ja, bring's zu Ende. Bring's zu Ende. Du wirst Pfeile brauchen. Gestrüppholz ist biegsam. Ja. Wie findest du sie schon? Fokussiere deine Sinne. Das hat bis jetzt so gut funktioniert. Sie haben dich menschlich. Aber doch, guck, der weiße Pfeil, sie weiß, wo der Sprecher ist. Bald wie ich. Mhm. Jetzt ist auch mir schlecht. Siehst du, das ist dein Zuhause. Oh. Mhm. Es wird zu dir sprechen, wenn du es lässt. Lass deine Sinne dich leiten. Oh Jesus. Na klar. Wabern macht's noch besser. Mhm. Unterstützt. Jetzt weg. Um das Bogenschützen-Dickicht zu finden. Was hat er gesagt? Irgendein Baum ist biegsam. Will man wirklich biegsames Holz für Pfeile? Also ich meine, ich habe ja nur selber 12 Jahre lang Bogen geschossen, ich kenne mich da nicht aus. Eibe. Eibe. Aus Eibe habe ich einen Bogen gebaut. Da habe ich tatsächlich... Gebaut? Bin ich nachts in den Garten vom Nachbarn eingebrochen und habe die Eibenbaum abgeschnitten. Haben sie dich jemals gekriegt? Nein. Nicht lebend. Warte mal, da war doch, nicht gerade irgendwas. Nahrung, Essen, LB. Achso, dass denn? Man aus auch uns... ausgerechnet uns beide jetzt im Wald aussetzt, um da zu überleben. Ich glaube. LB. Das hast du jetzt gegessen, ja.
Aber hier ist ja erstaunlich wenig los in so einem Dschungel, oder? Nee. Ah doch, hier ist was. Stark. Den Stick reindrücken. Ja. Ein Stock. Flora. Stock. Gehen wir da nochmal hin. Ah. Ei. Gut, ich hab genug. Jetzt kannst du Pfeile fertigen. Eins. Menschenmetall zu durchdringen. Oh, Menschenmetall. Öffne das. Ja. Nach oben und dann X, ja. Du bist zu weit. Wir sollten abhauen. Kannst du dich bewegen? Kannst du da mit dem Digipad nochmal nach rechts, diese drei? Okay, da haben wir bestimmt spezielle Pfeile dann. Ich finde eine. Und ich kann maximal 20 Pfeile tragen, sehe ich das richtig? Aktuell, ja. Sie wachsen am Wasser. Wir brauchen am Wasser. Ich will immer schon direkt mehr Munition haben am Anfang. Aber ich glaube, das. Schießen abbrechen. Genau. Wir brauchen da Prophet-Kapseln am Wasser. Es gibt einen See in der Nähe. Und ich habe jetzt immer den Bogen in der Hand? Kannst du nicht B oder so drücken? Ui. Das klingt fast wie ein Gewehr. Oder was will der Typ, ey? Oh, oh. Was will der Typ? Komm her. Jetzt sind es zwei. Die waren befreundet. Ich brauche auch nichts mal. Also, da liegt er. Da. Nee. Nee. Oh Gott. Da. Wo? Geh mal nach links. Da. Das hier? Das. Da, guck. Da ist der Kopf. Das ist der Flügel. Letzte Worte. Ich glaube, er ist schon tot. So wie er vom Himmel gefallen ist, ist er, glaube ich. Du brauchst die Pfeile noch. Schießen abbrechen. Für die Menschen. Ja, ich sammle ja noch mehr Pfeile, oder? Ja. Jetzt sag aber nicht, ach komm, nee, jetzt sag nicht, dass das jetzt wirklich die einzige Stockpflanze war. Doch, hier gibt es noch mehr Schlüssel. In einem Meer voller Stockpflanzen. Ist gar nicht so einfach, Pfeile zu bauen. Also das, was das Spiel hier gerade behauptet, von wegen, man könnte da einfach so Stöcke sammeln. Ist nicht so? Nee. Du musst bis Silvester warten und dann die Holzstöcke einsammeln. Aber das macht die Bogenschuss-Community, wenn die Böller verboten werden. Oh, das ist ein Problem. Okay, Y ist Waffe, ich verstehe. Das ist dann alles kein funktionierendes Ökosystem. So, mein Freund. War eine schöne Zeit? Das glaube ich nicht. Und Immersion gebrochen. Ich dachte, ich habe das so verstanden, dass er das will, aus dem, was er sagt. Nein! Das sind die Missverständnisse im Alltag. Ja, aber Pandora gibt und Pandora nimmt aber auch wieder. Oder ich hab völlig die. Also, wo müssen wir hin? See. Am Wasser? Ja. Geh mal runter zum See, da finden wir bestimmt irgendein Item, was wir sammeln können. Diese Dafofet-Kapseln. Das waren bestimmt die, die ich eben gesehen hatte. Im Wasser, auf der. Oh ja! Ach, guck mal, wir waren schon viel weiter. Sonk. Oh, nicht, nein, 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 oh nein, oh Gott sei Dank, nein, was seid ihr denn auch, oh, die haben aber viel Leben, warum? Weil wir leben müssen. Aber die sind doch bis jetzt voll nett. Geh jetzt die Kapseln Zum sammeln. Glück bin ich ein so inkompetenter Engel des Todes. Das war die Jagdspur. Das war Geruchsspur? Ich glaube. Oh. Ja, dann haben wir noch einiges vor uns, Freunde. Ich wusste kann nicht, dass wir Predator spielen statt. Hier draußen in Pandora ist jeder Jäger. Ja. Aber man kann nicht sprinten in dem Modus. Nee. Aber das lingert hier, ein bisschen. Da im Wasser sind bestimmt diese Kapseln. Du, wenn ein Jäger mal die Fährte aufgenommen hat, dann kann er nicht mehr ruhen. L untersuchen? Was untersuchen? Das untersuchen? Nee. Ah, du brennst. Ich ins Wasser. Ich glaube, es war nur kurz. Kapseln. Nee. Kapseln. Jetzt werden hier erstmal ein paar Leute abgeschossen. Aber warum? Ach so, ich muss diese Spur untersuchen. Ach Wildtierfährte. So. Wildtierfährte. Ich kann es nicht finden. Eine Dapofet-Schote. Die Pflanze wächst am Wasser.
Der hält mich auch für richtig dumm. Seh, konzentriere dich. Wenn du richtig doll an dich glaubst, findest du den See. Ah, da hinten, oder? Nee, das ist Feuer. Ich konzentriere mich. Ich kann nicht mehr. Mein Kopf sagt nein. Da hinten sind wieder diese zwei Dingsies. Da war doch vorhin diese Schote, die man einsammeln konnte. Nicht mehr lange hier. Dödem. Diese Ego-Perspektive kurz über. Ja, der genau. So schwimmt man ja auch so mit dem halben Augapfel unter Wasser. Ah, schön, Ersatzteil. Loot. Ja, cool. Ich bin gespannt, was nachher so alles kaputt sein wird. Trocken, so wie ich es mag. Na, pass auf. Das Wichtigste am Jagen. Kannst du jetzt nochmal diesen Sinnesblick machen? Ist das der Kopf hier? Schießen, abbrechen, ist das so eine... Ja, da ist. Ach, guck auch mal rot. Headshot ist rot, glaube ich. Ja, nicht genug. Nicht genug Power, würde ich behaupten. Die sind gepanzert. Das hat gar nichts gemacht. Die anderen hatten eine eigene. Aber es ist eine krasse Kampfmusik jetzt. Aber du kommst mit den Pfeilen nicht durch die Panzerung durch. Ich kann mir vorstellen, dass du gleich noch Spezialpfeile machst. Was machen aber die denn? Wer schießt da? Ist das so ein kleiner Torrent? Die kämpfen jetzt gegen Menschen oder was? Das war... Jetzt nicht mehr. Das haben wir gerade gesehen. Die Natur holt sich zurück. Das war ein wertvoller, seltener Moment in der Natur, den wir hier gerade beobachtet haben. Und es war zufällig ein genialer Move, die wütend zu machen, damit sie diesen Menschen umbringen. Servus. Nee, das haben wir gerade schon mal probiert. Ich will sie doch nicht reizen. Ja. Ich glaube, die finden dich grundsätzlich doof. Soldaten. Ja. Du willst den Menschen finden, ne? Und die Dinger konntest du einsammeln. Wir gucken, hier was diese, da diese ist. Bunten. Ja, da, ja, was ist das? Ist das, was wir suchen? Ja, ist es, was wir suchen. Das haben wir gesucht. Heilungsbeutel ist voll. Ach, ich will muss den Typen heilen, den ich umgebracht habe, oder? Du hast es gerade eingesammelt, die Quest hat sich aktualisiert. Da ist er. Wir sind schon dreimal drüber gelaufen. Ja, ich kann da gar nichts looten. Nee. Der hatte doch ein Gewehr dabei. Ich glaube, das war unabsichtlich vollkommen genial, was du gerade getan hast, weil wir mussten dahin. Der Typ kriegt einen Pfeil gegen den Kopf. Du. Okay. Fantastisch. Zurück zu Solek. Vielleicht liegt er immer noch am selben Baum. Solek, ich hab die Dapofet. Wow! Okay. Wow! Doch, Predator. Cool. Das war cool. Solek, ich hab die Dapofet. Komme zurück. Ja. Noch mehr Soldaten. Noch mehr Soldaten. Ah! Schade. Orientierung. Oh, ich kenne mich hier aus, als wäre ich hier aufgewachsen in Pandoring. Es müsste ein bisschen schneller mitspringen, glaube ich, oder? Ja. Nein. Das sind Soldaten. Nicht Leben fangen. Mach sie tot. Die haben dich alle gesehen. Angriff. Nichts, was ein beherzter, aufgeladener Sprung nicht lösen könnte. Hey! Du hast jetzt deinen Bogen, ne? Das ist meine Waffe. Boah, ich find's wirklich, also Where's was? Waldo als Videospiel? Es ist wirklich fun. Die Actions sind so witzig klein. Ja, ja, sehr gut. Wow. Ja. Das ist hier wirklich die Dioptrienhölle, ey. Aber kann man nicht irgendwie anvisieren? Ja!
Leute, ist ja gut. Aber es passiert dir jetzt nicht so viel bis jetzt. Jawohl. Aber... Oh. Ich glaube, der ist näher dran. Na, kann man mit L3 oder so die in die nicht mehr Ego-Perspektive in Third Person wechseln. Und wir haben uns die ganze Zeit hier... Aber guck mal, das zeigt mir anscheinend, dass die doch besiegbar sind. Mhm. Lass uns erstmal snacken, bitte. Sehr gut. Oh Gott. Da so rechts vorbei? Ja, ja, ja. Woll. Sehr gut. Jetzt sieht man natürlich. Da. Ui. Ja. Oh, tatsächlich, ich mach tatsächlich Schaden. Sehr gut. Einmal noch. Einmal noch. Jawohl. Tatsächlich. Sehr gut. Und da hinter der Kiste ist auch nochmal rot. Wo denn? Wie viele Pfeile habe ich denn? Null. Ja, also tatsächlich wirklich? Null. Aber ich habe jetzt zum Glück vorher noch was gesammelt. Ja, nach oben. Genau. Sehr gut. 20. Guck da mal. Sind wir wieder. Da. Die sieht dich nicht kommen. Haha. Sehr gut. Jetzt ist wieder vorbei. Er wartet an der verlassenen Betankungsanlage. Liegt er immer noch am selben? Man kann ihn nicht looten? Man kann gar nichts looten? Traurig. Okay, bring du es zu Ende. Okay. Töte ihn. Der ist doch schon. Oder heile ihn, meine ich. Achso, den. Das ist eine wichtige. Das ist eine wirklich wichtige Unterscheidung. Sorry, mal kurzer War der Aussetzer. Nicht hier? Doch, da. Jetzt haben wir die Kapseln gefunden. Das ist immer noch das Tutorial, ne? So heilen wir uns. Ja, ich hab dir ja gesagt, natürlich. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Sieht lecker aus, ne? Du hast kein Lied. Mir wurde das meiner Mutter geraubt. Nein. Ja, ja. Das ist sehr wichtig für die Navi-Kultur, diese Musik, die Lieder. Warte. Schwingung mit dem Weltenbaum. Was mache ich jetzt? Mach hin. Finde deinen eigenen Weg, Sarentum. Okay. Und bis dahin hilf dem Widerstand. Doch wisse, sie und wir teilen denselben Feind. Doch mehr teilen wir nicht. Nein, nein. Sie und wir? Ich hab auch gerade... Geh, wir treffen uns im Lager beim Wasserfall. Sie und wir teilen denselben Feind. Die Menschen. Aber wer ist denn... Naja, die... Welchen Feind teilen wir uns mit den Menschen? Nein, nein. Der Feind ist der Mensch. Sie und wir als Sarento und wahrscheinlich die aber von Menschen eingenommen worden sind, die Navi. Dass wir gegen Navi antreten müssen, vielleicht. Also... Aber die haben doch nicht den Menschen als Feind, oder? Die Menschen in Avatar-Navi-Form. Nee, kannst aber du den nochmal zurückholen? Sorry, kannst du nochmal... Ich Hallo. Hab leider überhaupt... Sorry. Wer ist der Feind nochmal? Ich hab mir gar kein... Ich bin gerade aufgewacht aus der Kryokammer. Habe drei Leute umgebracht. Und jetzt stehen wir hier mitten in Pandora. Ja. Keiner hat uns eine Karte gegeben. Alles ist nebelig. Finde deinen eigenen Weg. Okay. Okay? Alles klar. Du musst nur auf Pandora hören und sie weist dir den Weg. Drücke die Wegpunktmarkierung. Okay. So. Ah, jetzt hat sich auch ein bisschen was geklärt, glaube ich. Ja, hier waren mit den Wolken. Da sieht es interessant aus. Da sind wir wahrscheinlich rausgekommen. Kannst du noch weiter reinzoomen? Nee, ist nicht. Ich glaube, dass das die Base war. Ja. Und dass wir hier mal hingehen könnten, weil das leuchtet lila. Und das Blaue ist diese Betankungsstation. Nee, wir sind grün, wir sind hier, ja. Dieser blaue Punkt. Ja, genau. So. Hier sind wir gerade. Betankungsanlage.
Ich würde mal zu Lila gehen. Navi-Sinne im Kampf. Durch die Verwendung von Navi-Sinnen kannst du Gegner und ihre Schwachstellen. Das hast du einfach so rausgefunden. Ja, du warst die Mitte. So mit dem, die Mitte. Mit dem Navi 1. Na, ich habe die Leiche gesehen, dass da Pfeile checkt. Und dann habe ich schon von meinen Vorgängern gelernt. Das ist bei Navi wahnsinnig wichtig. Von den Urahnen, von den Vorfahren lernen. Hm. Wie geht diese Navi-Sinn? L1. R1. R1, ja. Ja, gut. Okay, gefunden. Naja, let's go. Aber was macht man mit den Ersatzteilen? Kann man diesen Anzug zusammenbauen und selber benutzen oder so? Das wäre so cool. Weil die passen halt auch gar nicht hier in unsere natürliche Umgebung. So als... Aber man kann ziemlich viel auf Bäumen klettern. Also vorhin war ich mal eine Zeit lang auf den Bäumen. Ja. Wenn du so eine Liane findest, um da hochzugehen. Das? Oh. Was kann, also... Aus Wut! Was ich nicht sammeln kann, darf nicht existieren. Ich dachte, das wäre das Credo hier. Ich habe das Gefühl, du hast die Essenz von Pandora noch nicht so ganz verinnerlicht. Ach so. Aber das ist für dich als Mensch ganz natürlich. Also ja. Da braucht es natürlich eine gewisse Gut. Eingewöhnungszeit. Was? Wo bin ich gerade gegengelaufen? Da war nichts. Aber das hier konnten wir vorhin sachte ziehen. Oh, Winkel finden. Es ist ein Minispiel um... Ein Pflückspiel? Ja. Sachte ziehen? Das war cool. Tadellos. Ich habe das noch nie gesehen, dass du... außer beim PS5-Controller tatsächlich mit den Schultertasten so unterschiedlich stark auch arbeiten musstest. Ach so, okay. Grade. Und das hat jetzt die Qualität gut bekommen, weil du es gut gepflückt hast anscheinend. Ich habe erst so ein ganz bisschen gedrückt und habe dann langsam den, während ich mit dem anderen Stick in diese eine Richtung, die angezeigte, gedrückt habe, habe ich langsam die Schultertaste quasi, als würde man das so sachte rausziehen. Ah, okay. Mhm. Okay, also scheint das Crafting-System doch eine große Rolle zu spielen, wenn man da so sogar extra Beschaffungsmaßnahmen gut und schlecht machen kann. Ja, ich wollte gleich mal gucken. Also hier sind die Wände ja relativ hoch, wo man da so hochkommt. Aber guck mal, diese Äste, das sieht einfach aus, als wäre es ein riesiges Reptil, finde ich. Ja. Schon cool. Ja, da geht Tier und Pflanze ineinander über, ne? Ich möchte, dass hier kein großes Tier kommt, sondern ich immer so bin. Ach, zum Glück jetzt keine Fische, irgendwie so ekelknorpelige Fische. Nee. Und du hast jetzt echt einfach Open World, finde deinen Weg. Anscheinend. Okay. Was war das? Finde deinen Weg. Haben wir nicht vorhin unsere Hände gesehen? Beim Schwimmen? Ja, hier. Ah, okay. Wollte nur gucken, ob wir noch Hände haben. Ob sie noch da sind. Hier sind sie. Also, ich trudel jetzt die ganze Zeit hier an dieser großen Mauer entlang. Und was steht da? Kessel? Fröbelkessel? Färberkessel. Ja, aber das sieht auch... Das so ich gehe da jetzt gerade so lang. gerichtet ist auch wie auf einer Landkarte. Ich glaube, ehrlich auch gesagt, gut. Ich komme da nicht so anständig hoch, weil hier die ganze Zeit diese Mauer ist. Hm, von der anderen Seite? Du musst deinen Weg finden. Mhm. Sarah, du musst nur so einen Akzent zwischen Sa und Ra machen. Dann ist das schon dein Navi-Name. Florentin? Ja. Das wird schwieriger. Aber ich würde gerne mehr sammeln, ehrlich gesagt. Oder gibt es so viele verschiedene Pflanzen? Ich würde gerne schneller schwimmen, ehrlich gesagt. Aber nicht. Aber hast du eine Luftanzeige? Tauchst du gerade? Nee, ich tauche. Nee, ne? Doch, ich tauche, aber ich habe keine Luftanzeige. Bis jetzt. Ja, die Navi sind so eins mit der Natur. Ne? Das ist irgendwie Sauerstoff, kriegen die aus der Luft und auch aus dem Wasser hier. Und auch aus dem... Finde das Hauptquartier. Es liegt an der Spitze des Wasserfalls. Finde einen Weg, die Klippen rechts vom Wasserfall zu besteigen. Okay. Guck mal, das weiß, da kommen wir vielleicht hoch. Weiß ist für dich die Farbe der Zugänglichkeit? Oh, nee, wir kommen da hoch. Naja, oft ist ja in Videospielen so gelbe Markierungen bei Uncharted, also beim Klettern gibt es doch oft, wird dir ja optisch auch gezeigt, was eine Klippe ist, an der du festhalten kannst und so. Bei vielen Spielen ist es... Sind nicht so meine Videospiele, aber gut zu wissen. Bei vielen Adventures ist es zum Beispiel die Farbe gelb.
Nee, da hoch. Oft ist es aber auch einfach weiß. So Tomb Raider oder Uncharted oder so. Damit du einfach erkennst, wo du klettern kannst. Und es trotzdem einigermaßen... Ich bin mal gespannt. Da nicht. Es trotzdem einigermaßen natürlich aussieht. Ich glaube, dann kann man eh nicht nur an die Kanten oben sich hochziehen, ne, oder? Also geklettert sind wir noch gar nicht, glaube ich. Ja, so richtig stimmt. An der Wand hoch. Aber der Baum hier sah schon promising aus. Weil der sieht so schon gut aus, ja. Und er meinte, sie meinten ja rechts vom Wasserfall hier. Na, es ist wieder so. R3 oder so. Klasse. Vielleicht wieder so eine Liane oder so. So viel ist auch der aufgeladene Sprung halt nicht. Ich dachte halt wirklich hier. Nee. Da so lang. Aufgeladener Sprung. Weil das ist unsere höchste Position hier. Ja, nee, okay, gut. Aua, Fallschaden gibt's. Gut. Hat mir das auch geklärt. Oh! Ah! Oh. Diese Pflanze, ist eine Pflanze explodiert? Hier, diese Bobbeln. Da waren gerade noch so Kugeln drin. Diese Pflanze tötet. Und irgendwas hat mich gesehen. Oh, oh, oh. Y für Bogen. Ja. Oh je, hallo. Da wird einfach draufgehauen. Keine Gnade. Sauberer Kill, gnädig. Ich habe die zwischen diese anderen Pflanzen, diese Explosionspflanzen gelockt. Dadurch sind die gerade gestorben. Genial. Genial. Völlig absichtlich auch. Wir wissen es einfach, wie man die Umgebung auch als Waffe einsetzt, ja. Generell. Klar. Und die kann man nicht sammeln? Nö. Und dann die Granaten werfen oder so? Ach komm. Naja, also es ist nur spitzig. Hau doch nicht auf die Stachelpflanze ein! Boah. Ich will jetzt da hoch. Entschuldigung. Wie komme ich hoch? Komme ich diesen Baum hoch? Nein. Boah. Also ich muss schon sagen... Höhenunterschiede in Spielen. Ah, was doch, ist da los? Ich bin geklettert. Ich bin wirklich gerade geklettert. Du hast nicht hingeguckt. Gerade ging's. Hm. Ich wirklich? Ja, ja. Doch. Ja, das glaube ich dir. Kann ich ja dann im VOD nochmal bestätigen. Genau. Ich habe wirklich einmal so eine Kante mitgenommen. Alles gerade. Klar, ja. Habe ich, glaube ich dir. Rewind, please. Guck. Oh, tatsächlich. So viel Vertrauen hast du in mich. Und kommst du dann von da weiter? Vielleicht ist das mit den Treppen wirklich ein... Ja, aber es ist wirklich nicht so einfach. Ist das so gedacht? Ja. Ja. Oh. Mhm. Also es fühlt sich nicht an, als wäre es so gedacht. Es fühlt sich verboten an, was du hier gerade machst. Aber vielleicht finden wir ja doch einen Weg, wo mehr von diesen Kanten... Wahrscheinlich, wir laufen jetzt einfach die Wand entlang, bis wir was finden. Ich tippe auf Liane. Dass da irgendwann so eine Liane kommt. Aber es ist doch schon erstaunlich unzugänglich. Ach, der Wasserfall. Ach, das kann auch sein, ja. Ja, welcher Wasserfall? Pandora ist ja voller Wasserfälle, ne? Ja. Das ist ja tatsächlich... Schön auch. In der Navi-Sprache heißt Pandora ja auch Wasserfall tatsächlich. Und danach wurde die Welt benannt. Guck mal, frische Ration. Frische? Oh. Nee, die müssen wir erst warten, damit die trocken noch wird. Ja, okay. Damit wir die endlich essen können. Ich mag die nur trocken. Die Widerstandsbasis ist dort oben. Da, du hattest recht. Guckst dir an. Ja. Oh! Die Blautilopen noch! Nein, die müssen leben, die sind süß. Wir haben doch Essen gefunden. Weißt du, das finde ich noch tierverachtender von dir, dass du sagst, ich esse nur Tiere, die nicht süß sind. Ach so. Weißt du, wenn schon, dann alle. Ist das abgebrochen? Kann ich das rausholen? Wow! Nicht schlecht! Finde deinen Weg! Gaming! So. Jetzt sind wir doch schon ganz woanders. Jetzt sieht die Welt doch von hier oben ganz anders aus. So. Der allseits beliebte aufgeladene Sprung. Um noch weiter zu springen, sprinten und aufgeladener Sprung. Aber die roten Kringel haben sich gerade verzogen, ne? Vielleicht
Nee, das war nicht weit genug. Gut. Ach, zum Glück gibt es diese Wendeltreppensteinkonstruktion hier. Ja, das ist die Natur. Das ist hier so gewachsen. Die Natur ist ja auch fair. Und wenn du dich an der Liane rechts festhältst? Ja, aber ich glaube, es ist doch genau dafür. Ist das so ein Sprungschwingding? Ach so. Nee. Das gibt's doch nicht. Das ist schon wieder so der Vorführeffekt. Ja, wir laufen, wir sprinten, wir drücken A und springen ab. Schön. Hier ist unser Widerstandscamp. Mhm. Diese Kiste. Ach, Widerstand. Scam. Aber Widerstand gegen die Menschen, ne? Ja. Und die plündern so Menschensachen und benutzen sie für sich. Ich okay. Schon, guck mal, hier sind oh, so wie süß der Stuhl ist, so wie klein die sind. So Blutsamples, oder? Was da auf der roten Kiste oh. liegt? Oh. Irgendwelche AIDS. Ich hoffe, dass das auch nicht auch noch ein Problem kann, ist. Kann sein, Tumor. Kann sein. Oh, die sind hübsch. Ja, Vierfingerhand. Vierfingerhand. Ja, aber kleine, die kleine Hand, die fünf Finger kleine Hand in der großen Vierfinger Navi-Hand. Schönes Symbol. Das ist schönes das Symbol. Symbol. Das sind nämlich die, die uns mögen. Der Widerstand. Menschen, und die uns warum mögen. Warum haben die diese Masken auf? Weil man sonst als Mensch in Pandora nicht überleben kann. Mhm. Deswegen ist man ja sonst, haben die doch diese Navi-Anzüge. Glaube ich. Sehr gut. Das ist ein Test. Mhm. Ein Navi. Schön. Aha. Schall isoliert, Priya. Rebreathers at all times. Aber in den Räumen müssen die das nicht tragen, da gibt's so Schleusen. Genau. So bei Tenet auch, ne, wo die immer diese Masken anhatten. Aber Jim denkt, er hat es jetzt. Auch oh, kein wow, Mensch. Noch einer. Ich bin so froh, dass du hier bist, weil es nur noch ja, so das sieht mir nach Widerstand gibt. Aus. Ups, tut mir je mehr leid. Farben, desto mehr Widerstand. Im Quartier des Widerstands. Oh, richtig. Sorry. Owen Natikamihei. Was hat sie gesagt? Owen Natikamihei. Sehr gut. Was? Bist du angerufen? Ist das der Timer? Bist du angerufen? Ist das im Spiel? Ist das James Cameron? Ist das im Spiel? James, hallo. Du sitzt drauf. Ah, James Cameron. Bist du's? Avatar Teil 3? Ja, wir müssen wir los. Wir sollen mitspielen? Ich glaube, wir müssen los. Wir sind dabei. Obwohl wir gerade erst im Widerstand angekommen sind. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Sollen wir Avatar 3 drehen oder sollen wir den Widerstand beitreten, Florentin? Lass uns ich Avatar 3 als Widerstand drehen. Aber ich glaube, es gibt hier noch wahnsinnig viel zu entdecken und zu erkunden. Also, das könnt ja ihr übernehmen ab jetzt. Das glaube ich auch. In Avatar Frontiers of Pandora. Ja, so ein aus. Kleiner erster Einstieg. Vielen Dank an Sarah, dass wir das noch geschafft haben und auch endlich aus diesem Belüftungsschacht rausgekommen sind und oder es ja. wurde rausgeschnitten. Danke, Florentin, für deine Hilfe auch. Natürlich, gerne. Und die Kunde der Navi, die du mir heute beigebracht hast, ich fand es sehr spannend, da mal einzutauchen. Ja, es ist eine schöne Welt. Ich hoffe, wir rücken alle ein bisschen näher zusammen und können die Natur als das genießen, was sie ist. Und überdenkt auch mal, wie ihr mit der Umwelt umgeht und ob wir wirklich alles brauchen. Was ihr wollt. Hm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.